Ja, wir machen heute nochmal ein kleines Unboxing-Video. Wir gucken uns nicht den FIR20 an, wir gucken uns nicht den T07RR an. Wir gehen eine Nummer weiter, T07 MSX. Was ist der T07 MSX? Der T07 MSX ist ein normaler, in Anführungszeichen, 1 zu 10 Tourenwagen, 190 mm breit. 4WD-Antrieb über, jetzt kommt das Besondere, über einen Riemen. Der MSX geht gleich noch ein paar Stellen weiter und macht einfach so ein bisschen wie Tamiya mit dem Evo 7 alles anders, was man irgendwie anders machen kann. Während der TRF 420 ein klassisches Auto ist, im klassischen Aufbau, der Motor ist relativ weit hinten angeordnet, langer Riemen vorne, kurzer Riemen hinten, hat der T07 MSX zwar auch ein Kohlefaserchassis, in dem Fall gleich sogar noch ein bisschen mehr, gucken wir bei. Er hat vor allen Dingen aber ein vertikales Topdeck. Das heißt, in dem Fall auch nur ein vertikales Topdeck. Ein vertikales Topdeck kennt man vielleicht von Automatics, da gab es das mal, VTD, gab es auch bei anderen Marken schon. Das waren zwei Topdecks, die parallel zueinander standen. Und hier ist es nur ein Topdeck. Das Ganze soll einfach dafür sorgen, dass man eine andere Torsion von dem Auto hinbekommt, eine weichere Torsion, aber gleichzeitig das Auto, wenn es sich staucht, immer noch extrem hart ist. Das klappt da ein bisschen besser als bei einem horizontalen Oberdeck. Ja, dann hat der T07 konstruktionsbedingt einen Einriemenantrieb. Den kann man lieben, den kann man hassen. Das ist jedenfalls nicht Standard. Es gibt diverse Argumente für den Einriemenantrieb, es gibt Argumente gegen den Einriemenantrieb. Der Einriemenantrieb ist in der Theorie etwas leichtläufiger, in der Praxis allerdings nicht, weil der ganze Antrieb so stark gespannt werden muss, damit es eben nicht durchrutscht bei dieser Länge des Riemens, dass das nicht unbedingt der wahnsinnige Vorteil ist. Ansonsten ist der MSX aufgebaut wie ein richtiger Tourenwagen. Wir haben eine klassische Tourenwagenaufhängung mit einer SIAB-Konstruktion. Wir haben vier klassische Dämpfer. Wir haben einen Floating-Servo-Mount da drin. Wir haben ein Kegeldiff an der Hinterachse, Doppelgelenkkardans vorne, ganz normale Stabilisatoren. Das gucken wir uns jetzt im Detail allerdings mal an. Das Auto hier ist noch verschweißt. Folie aufreißen ist immer das Beste an einem Tamiya-Baukasten. So, der Karton ist wie bei 420, wie beim T07RR, identisch zu den Kartons, die man in den Taschen benutzen kann. Das heißt, man kann ihn anschließend weitergebrauchen, hat einen schönen T07 MSX-Aufdruck darauf. Ist also was, was man als Ersatz so nicht kaufen kann, hat aber gleichzeitig immer noch einen richtigen Verwendungszweck für den Karton. An der Oberseite den Tragegriff, um es einfach auch vernünftig transportieren zu können, wobei das wegfällt, wenn man es in der Tasche hat. Dann ist an der Seite einfach die T07-Kennung mittlerweile bei Tamiya so üblich, dass da einfach dieses Papier mit reingesteckt wird und man geht hier auf die verschiedenen Eigenschaften des T07 ein. T07 ist eigentlich ja eine Wann- oder eine Wannenrahmenkonstruktion, also ein Plastikauto. Und hier in dem Fall ist das jetzt die absolute High-End-Ausbaustufe: Alu-Bulkheads, Carbon-Chassis, Alu-Motorhalter. Eigentlich hat das Ding mit dem T07 so gar nichts mehr zu schaffen, bis auf den ursprünglichen Gedanken, dass da ein Riemen drin ist. Im MSX haben wir eine Besonderheit, oder viele Besonderheiten, die das Chassis betrifft. Also es sind zwei Chassisplatten enthalten, sowohl eine Kohlefaser-Chassisplatte für geringere Traktion, als auch eine Alu-Chassis-Platte für Teppich, für eine sehr hohe Traktion. Und gleichzeitig erlaubt diese Motorhalterung zwei verschiedene Motorpositionen. Man kann eine Mittelposition einbauen, wo der Motor mehr in Richtung Mitte rückt, und eine rückwärtige Position, wo der Motor eher dort angeordnet ist, wo er auch beim TRF 420 ist. Ja, ansonsten sieht man hier noch direkt mit drin, es sind die SSBB-Dämpfer drin, also Super Short Big Bore Dämpfer. Es sind entsprechende Dämpferbrücken dazu drin, damit das passt. Das vertikale Oberdeck wird nochmal erwähnt. Der Akkuhalter ist ganz interessant, auch wenn er dort nicht explizit draufsteht.
dann hat er vom TRF 420 die Aufhängung bekommen. Das ist ganz interessant, weil die Aufhängung des 420 schon ein großer Fortschritt im Vergleich zum 419 gewesen ist. Und das ist jetzt hier im MSX entsprechend untergekommen. Das ist schon ganz geil. Ja, Vierer Artikelnummer. Vierer Artikelnummer heißt immer, das Ding wird einmal aufgelegt oder einmal produziert und danach für gewöhnlich nicht wieder. Bei Vierer Artikelnummern kann es immer wieder mal passieren, dass doch noch ein weiteres Mal was kommt. Ist bei den TRF-Modellen aber eher die Ausnahme, weil die geringe Nachfrage dort halt auch das Ganze ein bisschen relativiert. Jetzt habe ich TRF-Modell gesagt, weil es für mich blau ist und aussieht wie ein TRF-Modell. Ganz offiziell ist der TR07 aber kein reines TRF-Modell, sondern es basiert immer noch auf der Standardvariante TR07. So, rein in den Karton. Jetzt kann man das nicht lesen, aber hier macht man eben den Karton auf. So, hier war das nochmal zugeklebt. Alles stabil, alles massiv. Uns kommen direkt als erstes zwei Chassisplatten entgegen. Das wäre in dem Fall die Alu-Chassisplatte des TR07 und die Carbon-Chassisplatte. Wie gesagt, Carbon ist perfekt für draußen, ist auch perfekt für den, der vielleicht gelegentlich mal irgendwo aneckt, weil Alu da etwas empfindlich ist. Und die Alu-Variante ist einfach perfekt für griffige Strecken. Gleichzeitig sind hier auch die beiden verschiedenen Oberdecks mit drin. Zwei verschiedene Oberdecks sollte mit dem verschiedenen Radstand zu tun haben. Also das VTD-Oberdeck ist ohnehin zweiteilig. Das heißt, es geht nicht ganz durch, sondern es wird am Motorhalter jeweils angeschraubt. Und je nachdem, ob man die vordere oder die hintere Position benutzt, hat man hier ein Oberdeck Oberdeck-Set mit zwei ähnlich langen Teilen und ein Oberdeck-Set, man kann es so erkennen, mit einem sehr langen vorderen Teil in dem Moment und einem kurzen hinteren Teil. Ja, daneben gibt es einen Beutel mit Plastikteilen, da gucken wir gleich im Detail rein. Es gibt Stressabbaufolie, da sind viele Alu-Teile drin. Wir haben den Riemen. Der Riemen ist extra lang. Es sind irgendwo, ich muss nachgucken, weil ich es in dem Moment nicht auswendig weiß, 771 mm. Das ist schon eine Menge. Aber er muss ja auch einmal rundlaufen. Ich hätte auch da unten lesen können, da steht es auch drauf. Wir haben Frontrammer, Karosseriehalter in der eigenen Tüte. Kleinen TR07 MSX Dekorbogen mit dabei. Antennenröhrchen, trotz Strohhalmverbot. Wir haben die Bauanleitung, die auch ganz toll ist. Also man zeigt hier ein Auto, welches in Deutschland einen Listenpreis von 750 Euro hat. Der Straßenpreis liegt unter 650. Und hat dann immerhin Brushless-Motor und auch schon einen LiFePO-Akku. Allerdings nutzt man den LiFePO-Akku inklusive Zwischenadapterstück auf den Tamiya-Stecker. Und auch der Brushless-Motor, der wahrscheinlich ein 3,5er oder sowas in der Region ist, wird noch ganz klassisch angeschlossen mit den Tamiya-Steckverbindungen. Also man macht so viel wie möglich einfach klassisch an diesem Auto. Auch wenn das im Wettbewerb so niemand fahren würde. Ja, Sicherheitshinweise schenken wir uns. Den TR07-Karton packen wir auch auf Seite. Machen wir mit den Plastikteilen weiter. Ja, bei den Plastikteilen der Servosafer, ganz klar. Tamiya Hightorx Servosafer ist nicht schlecht. Wer es ernst meint, baut aber ein Servohorn drauf. Muss man aber immer wissen, was man seinem Servo dort antut. Ja, die Aufhängungsteile. Wir haben die Querlenker vom TRF 420. Das heißt, die sind die durchgehenden Querlenker, wo wir auch die Möglichkeit haben, mit Einsätzen, jeweils entsprechend mit Alu-Einsätzen, die Dämpferposition zu bestimmen. Radträger vom 420, die zweiteiligen Lenkhebel vom 420, die C-Hubs vom 420, die sind gut und wichtig, weil das war eine der schlimmsten Schwachstellen am 419. Wenn man dort auf Bandenkontakt stand, dann waren die C-Hubs einfach ein Verschleißteil, den man zugucken konnte. Und das beim 420 deutlich besser gelöst.
Ja, weiter mit den Plastikteilen. Auch ein Teil der Aufhängung sind die Aufhängungshalter bzw. die Einsätze für die Aufhängungshalter. Tamiya hatte früher bei den Böcken immer Halter in verschiedenen Abständen, die entsprechend weit oder eng zusammenstanden, um die Fahrzeugbreite oder aber die Vorspur einzustellen. Durch Unterlegen kann man auch ein Roll Center oder Kick-Up oder entsprechend variieren. Und jetzt hat man nur noch einen festen Block, beziehungsweise mehrere, um größere Schritte zu machen, und hat dann einen Kunststoffeinsatz, in dem die Achsstifte exzentrisch gelagert werden. Das heißt, ich kann mit einem Aluteil durch Tauschen des Kunststoffelements die Position hinten, ob es jetzt weit auseinander, hoch, wenn ich es falsch mache, auch schräg, was keinen Sinn ergibt, wie die Vorspur intern aufgehen soll, ob es nicht soll, ob sie intern schon stark zugehen soll, lässt sich alles durch den Tausch dieser Kunststoffteile entsprechend realisieren. Unterm Strich ist dadurch das Ganze viel, viel günstiger geworden, viel einfacher in der Handhabung. Hier ist jeweils ein Koordinatensystem drin, wo man erkennen kann, an welcher Position bin ich eigentlich. Ja, wir haben eines der immer noch Nummer 1 Verschleißteile bei Tamiya, die Blades. Das ist eben so, gerade wenn es schnell werden soll. Wir haben die Lagerschalen für das Differential, über die wird dann auch exzentrisch und über Nasen, die einrasten können, wird die Riemenspannung definiert. Da immer dran denken, es ist ein Einriemenantrieb, die Riemenspannung muss tatsächlich etwas höher sein, wird aber durch die Umlenkung am Motorhalter sowieso so passieren. Ja, dann haben wir die Zahnräder im Differential und noch die Dämpferteile, passend zu den super kurzen, super breiten, super guten, super blauen, super TF-Dämpfern. So, Luftpolsterfolie auch sehr gut. Lege ich für den Hund auf Seite, steht er drauf. Ja, Schaumstofframmer, ganz klar. Der Schaumstofframmer war bei Tamiya ja immer schon ganz geil. Das ist ja phasenweise so weit gegangen, dass auch die X-Ray-Fahrer alle den Tamiya-Rammer verbaut haben, weil der einfach ja, die besten Eigenschaften hat. Das Ding ist wirklich super leicht. Ich weiß nicht, kann schlecht schätzen, vielleicht 2 Gramm oder sowas in der Region. Ist aber gleichzeitig immer noch hart. Also ich drücke jetzt hier wirklich schon mit Kraft zusammen. Und also der nimmt ganz ordentlich was auf. Und man sieht, wenn ich es jetzt hier zusammendrücke, nimmt er natürlich auch diese Bewegung mit. Das entspannt sich aber gleich wieder und kommt entsprechend wieder hoch. Er ist sehr flach, senkt den Schwerpunkt. Trotz des geringen Gewichts will man ja immer noch gucken, dass man tief kommt. Man hat ja auch gleichzeitig die Kohlefaserbrücke hier oben, die auch ihr Gewicht mitbringt. Also alles in allem geht es einfach so weit wie möglich nach unten. Ja, das ist ganz wichtig. Spurstangenschlüssel und Tamiya Radmutterntool, Kabelbinder und 3 Innensechskantschlüssel, 1,5, 2 mm und 2,5 mm. Dann haben wir die einzelnen Bauabschnitte A, B, C, D und E. In der Reihenfolge, das macht Tamiya ja immer ganz gut, Tamiya hat sehr viel Ordnung in den Anleitungen. In der Reihenfolge geht es halt eben auch los. Man fängt an mit Schritt A. Bei einem Tourenwagen üblicherweise kommen die Bikeheads auf die Chassisplatte, dann wird die Aufhängung dort montiert, dann wird der Riemenantrieb montiert und hier kann man in dem Bild schon, ich hoffe, ich treffe das auch ganz gut sehen, dass der Riemen da wirklich sehr stark umgelenkt wird, was eben auch so sein muss. Und das ist halt eben einer der Nachteile des Einriemenantriebs. Aber wenn man sowas Besonderes haben möchte, und das ist der T07 MSX auf jeden Fall, dann muss man so einen Punkt eben auch mitgehen. Von Top Racing gab es mal einen, den haben wir dann die One Belt Wonder genannt, weil es einfach, ja, also so ein Einriemenantrieb kann schon ziemlich geil funktionieren. Wir gucken in Teilbeutel A. Ich schneide nicht alles auf, weil letztlich muss ich hinterher noch wissen, wie ich damit zurechtkomme. Im Teilebeutel A haben wir den Motorhalter. Haben wir ja schon von gesprochen. Der Motorhalter hat noch die, weiß noch, ist gebaut relativ hoch, anders als beim TR420, wo man ja nur hier unten so einen kleinen Halter hat und nutzt entsprechend 2 gegenüberliegende Löcher. Wir haben, um in Blau weiterzumachen, die Bikeheads und auch Bikeheads für vorne. Wir haben die Alu-Spool, die Alu-Spool-Mitnehmer.
Hier sind Teile, eine Umlenkrolle aus dem Riemenantrieb drin. Hier sind jetzt Teile der Aufhängungshalter. Die hinteren Aufhängungshalter sind vorne, ja, also hinten vorne oder vorne hinten, je nachdem wie man das reden möchte, sind geteilt ausgeführt. Und ja, die oberen Querlenkerhalter am Bikehead sind auch getrennt davon, damit man es noch unterlegen, umpositionieren kann etc. Nächster Beutel sind die oberen Bikehead-Klammern und Teile Riemenräder, Teile der Führung und entsprechend die andere Seite vom hinteren Aufhängungshalter. Wir haben unser Fläschchen mit Öl dabei. Entschuldigung. Wir haben ein Differentialgehäuse, Kunststoff. Wir haben das Spool-Gehäuse. Wir haben die Diff-Ausgänge. Wir haben nochmal geteilte Aufhängungshalter. Das heißt, auch an der Vorderachse sind die hinteren Aufhängungshalter geteilt. Das heißt, das Auto hat jeweils an den Endpositionen durchgehende Aufhängungshalter und in der Mitte geteilte. Und die Kugellager hier drin, Lenkungspfosten, Kugellager sind die guten Teflon, Entschuldigung, wie heißt es? PTFE, gedichteten Kugellager von Tamiya. Wobei hier im Diff auch noch zwei Bronze-Gleitlager drin sind. Tamiya kann es einfach nicht lassen. Ein bisschen Kleinteile, wie die Achsen aus dem Diff zum Beispiel. Die Diff-Dichtungen. Und wir haben sogar zwei Hauptzahnräder. Die Hauptzahnräder unterscheiden sich jetzt in der Größe, sind beide in der Feinfahrzahnung Modul 04, kompatibel zu 64 dp. Und wir haben hier einmal die Version mit 115 und einmal die Version mit 96 Zähnen, jeweils im Baukasten enthalten. Schrauben, das ist dann Beutel A. Wir gucken in Beutel B. Im Beutel B haben wir ein bisschen AW-Grease. AW-Grease steht für Anti-Wear, also ein verschleißminderndes Fett. Das ist super wichtig für die Kardans, für die Kardans, die im Diff laufen oder eben im Spool. Dieses AW-Grease ist super, super zäh, fliegt also nicht weg, hat eine gewisse bremsende und auch gleichzeitig schmierende Wirkung. Es verringert einfach den Verschleiß, es dämpft ein bisschen die Schläge aufeinander. Wenn es bereits verschlissen ist, kann das Fett auch nichts mehr tun, aber um eben den Verschleiß so weit wie möglich hinauszuzögern, sollte man das immer benutzen. Wir haben die Alulenkung. Die Alulenkung hat auch wieder die Möglichkeit, über verschiedene Einsätze den Ackermann zu variieren. Wir haben die Einsätze für die Querlenker und auch die für die Lenkung. Bei den Querlenkern haben wir ja gesagt, die Dämpferposition kann mittig oder innen oder außen variiert werden. Das geht entsprechend mit diesen Einsätzen. Schrauben. Dann haben wir die zweite Alternative. Das ist eigentlich auch ganz gut wieder gemacht. Es ist beides mit dabei. Also ein Tamiya-Baukasten ist echt vollständig. Wir haben die Aufhängungshalter in zig verschiedenen Variationen durch die Einsätze. Wir haben die beiden Chassis-Varianten. Wir haben beide Motor-Varianten. Wir haben beide Lenkungsvarianten, die man wählen kann. Ja, gleichzeitig sind die Aluspurstangen und die Aluverbindungsstange zum Servo, zur Anlenkung noch hier drin und Achsstifte. Und da jetzt auch 3 mm, also so wie sich das gehört bei anderen. Kugelfun, ganz klassisches Teil. Und hier entsprechend jetzt die Aufhängungshalter. Das war das, was ich eben meinte. Da ist jetzt keine Aufnahme mehr für eine Kugel drin, in der der Achsstift laufen kann, sondern es ist eben einfach ein Loch. Und in dieses Loch wird der Kunststoffeinsatz gesetzt. Exzentrisch wird der Stift dann da drin geführt. Und dann kann man das entweder breiter, schmaler, tiefer, höher, oben in die Ecke, kann man das eben so bauen, wie man sich das bauen möchte. Ja, wir haben zwei durchgehende Böcke und eben angesprochen die geteilten Böcke. Wir gucken weiter in Bauabschnitt C. Abschnitt C beschäftigt sich mit den Antriebs, im Wesentlichen mit den Antriebswellen und den Stabilisatoren. Das heißt, wir haben zwei Stabis, für vorne einen dickeren Stabi, für hinten einen dünneren Stabi. Das ist vorne silber und hinten ist es ohne Markierung, also schwarz. Haben nochmal Kugellager, Radlager vermutlich von der Größe her. Haben noch ein paar kleine Aluteile, wie jetzt in dem Fall eben die Stabi-Halter, wo der Stabi im Bikehead geführt wird. Kugelpfannen bis zum Umfallen.
Dann ganz interessant die Kardans, die Doppelgelenk-Variante mit den Alu-Gehäusen. Und ich gucke gerade, steht eine Länge drauf. Ja, 44 mm Stahl ist die Variante, die im Baukasten drin enthalten ist. An der Hinterachse kommt auch wieder Alu zum Einsatz, nicht an der Radachse selbst. Aber die Radachse selbst ist auch in der Lightweight-Version, also so viel Aussparung wie möglich. Und dann haben wir auch hier 44er Alu-Kardans, ganz normale, einfache Ausführung, reicht locker an der Hinterachse. Wir wollen wenig Gewicht haben, wir wollen einfach einen effizienten Antrieb haben, um das hinten zu gestalten. Dann haben wir für die oberen Querlenker viermal die Rechts-Links-Gewindestangen. Wir haben die C-Hub-Buchsen, in denen der Radträger oder der Lenkhebel im C-Hub entsprechend drehbar geführt wird. Wir haben die äußeren Achsstifte noch mit da drin und die Alu-6-Kant-Mitnehmer. Ja, alles blau, 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 blau. Und wieder ein Tütchen mit ja, Kugeln, die zum Stabi noch gehören und Kugeln für die Querlenker, für die oberen Querlenker zum Aufnehmen der Kugelpfanne. So, Tüte D. D wie Dämpfer. Ich glaube, genauso hat Tamiya das auch gemeint. In der Tüte D wie Dämpfer sind die Dämpferbrücken. Wir haben das Dämpferöl, die Dämpfergehäuse, die Dämpferfedern, die Dämpferdichtungen und die Dämpferkleinteile. Also tatsächlich, Tüte D fängt alles mit D an. Zumindest wenn man sich das so schön redet. Ja, Dämpferschrauben zum Beispiel. Ja. Klassischer Tamiya-Dämpfer. Wir haben unten eine Dichtung, die die Kolbenstange führt. Wir haben oben eine relativ flache Membran, die auch gleichzeitig nach oben abdichtet. Wir haben, ja, sitzen noch größere O-Ringe drin, die sind aber jeweils nur zum Sichern der Rändelmutter, damit die sich eben nicht selbst verstellen kann, sondern so ein bisschen gehemmt ist beim Verstellen. Dämpfer sind optisch vormontiert, das dient aber eigentlich nur der Überprüfung, ob auch alles zusammenpasst und ob auch alles vorhanden ist. Federn sind auch drin, in dem Fall habe ich ein grünes Paar und noch ein grünes Paar. Also grün ist auch hier rundherum der gleiche Dämpfer, der entsprechend gebraucht wird. Zum Schluss, Bauabschnitt E. Da macht Tamiya so ein bisschen die Feinheiten, weil alles andere ist eh schon drin und dann kann das hier noch kommen. Im Bauabschnitt E haben wir ein zweites Paar Dämpferbrücken. Okay, wenn wir das jetzt, nehmen wir die vorderen, halten das gegen, kann man erkennen, ne? Also, wir haben sowohl die Dämpferbrücken enthalten für diese super kurzen SSBB-Dämpfer, als auch für das normale Dämpfersystem bei Tamiya. Also das ist schon sehr durchdacht, was Tamiya da gemacht hat. Ja, und gleichzeitig gibt es nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden, da muss ich gleich mal die Anleitung für lesen, da liegt noch eine dritte Dämpferbrücke drin. Die ist auch hochmontiert und hat noch zusätzliche Hörner nach oben. Mal gucken wir gleich mal rein, was das genau ist. Ja, der Akkuhalter ist auch ganz cool. Anders als beim 420 sind hier nicht nur die Winkel als solches enthalten. Einfacher hier zu zeigen, davon zwei Stück. Sondern auch gleichzeitig gibt es auf Alupfosten stehend oben zwei Carbonnasen, die sich dann verschränken lassen, nach links oder nach rechts. Und damit kann man den Akku festmachen oder eben rauslassen. Das heißt, man braucht kein Tape mehr. Man kann aber, die Durchführung ist da, wenn man möchte, weiterhin Tape benutzen. Ob man Tape oder die Schrauben benutzt, ist letztlich so eine Glaubenssache. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Tape die beste Variante ist, um einen Akku zu befestigen. Man nimmt damit einfach den geringstmöglichsten Einfluss auf das Tweaken, auf das Verwinden, auf die Torsion des Autos. Wenn ich da oben diese Carbonbügel habe und habe den Akku unter Zwang da drin, dann drücke ich das Auto auseinander. Das will ich nicht. Wer damit umgehen kann, für den ist das in Ordnung, aber ich sehe es einfach immer wieder auf der Strecke, dass die Akkus reingequetscht werden, dass sie da drin, die Akkus brauchen aber Spiel. Man zwingt den Akku da rein und bringt damit ein Fahrverhalten in sein Auto, was man überhaupt nicht haben möchte. Dieses Auto kann niemals links und rechts gleich laufen. Wenn man weiß, dass diese kleine Gap dort sein muss, dann ist das okay. Es muss wackeln. Also, wie so häufig bei Dingen, man kann, obwohl sie gut gemeint sind, sie durch falsche Benutzung zur gegenteiligen Wirkung bringen. Ja, wir haben den Floating-Servo-Halter, das heißt, das Servo sitzt
knapp einen halben Millimeter, vielleicht einen Millimeter, je nach Servo, schwebend über der Chassisplatte. Dadurch versteift, ähnlich wie der Akku, versteift es das Chassis an der Stelle nicht, sondern ist einfach nur mittig angebracht. Weil wenn man jetzt sich das Auto in die Hand nehmen würde, was ich ja hier nicht habe, und würde das gegen sich selbst verdrehen, würde man sehen, wie dieser Spalt, der komplett parallel ist, sich in sich verdreht. Und wenn man sich das mit einem Servo drauf vorstellt, würde es dort verhärten und das Auto würde links, rechts einfach nicht mehr gleich arbeiten. Motorritzel ist auch schon drin. Sogar eine gehärtete Variante. 27 Zähne, also gut. Kein Schund. Das ist ordentlich. Alu-Radmutter liegen bei, plus die Pfosten vom Akkuhalter. Karosserieklammern. Aber ich vermisse die großen Tamiya-Karosserieklammern. Das hier sind die, die wieder wehtun. Also dieses Mittelding. Das ist okay. Wir haben noch ein paar Schrauben da drin. Die einzige selbstschneidende für wahrscheinlich, wenn jemand ein Servo mit Kunststoffgetriebe benutzt. Ein kleiner Gummistreifen, der unter dem Akku sitzt und den Akku ein bisschen vom Verrutschen schützt. Gleichzeitig minimal dämpft, um eben diese Torsion wieder auszugleichen. Und das Chassis auch vor Verschleiß schützt. Und das beste Klebeband der Welt, das doppelseitige von Tamiya. So, jetzt haben wir noch die Dämpferbrücke, wo ich nicht weiß, wofür die ist. Gucken wir mal, was die Anleitung dazu sagt. Kann man japanisch von hinten anfangen, weil man vielleicht davon ausgeht, dass Optionen hinten gezeigt werden. Und genau so ist es auch. Die Dämpferbrücke ist dann sowohl für vorne als auch für hinten. Also es ist, auch wenn die sich sehr, sehr stark optisch unterscheiden, man sieht, die Dämpferposition als solches ist in der gleichen Flucht, nur die Höhe ist eine andere. Und wenn man die Variante hinten mit den höher montierten Dämpfern benutzt, dazu braucht man andere Dämpfer, diese können das nicht, die sind zu kurz, dann verändert sich auch gleichzeitig die Karosseriehalterposition. Sie geht dann von außen entsprechend nach innen. Ja, also hat man eben die Möglichkeit, sowohl kurze als auch lange Dämpfer zu fahren. Wir sehen also ein Auto, was über 600 Euro kostet, was auf den ersten Blick sehr teuer ist, aber wir haben zwei Chassisplatten, wir haben zwei Oberdeckvarianten, wir haben zwei Dämpferbrückenvarianten, wir haben zig Variationen für den Aufhängungshalter, der früher extra dazu gekauft werden musste. Wir haben Optionen in der Lenkung, die Alulenkung ist schon drin, muss nicht extra zugekauft werden. Wir haben einen echt geilen Akkuhalter drin. Also in Summe, ja, das Auto ist teuer, aber angemessen und sicherlich geil. Ich baue den jetzt zusammen.